Es soll ein Zeichen des guten Willens sein auf der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Putschversuchs. Umjubelt von seinen Anhängern betritt der türkische Präsident Erdogan die Bühne und verkündet Vergebung für alle Journalisten, Politiker und Bürger, die ihn beleidigt haben. Nur dieses eine Mal werde ich nachsichtig sein und denen vergeben, die mir gegenüber Verachtung gezeigt haben. Ich werde die juristische Verfolgung gegen sie zurückziehen. Auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hatte wegen eines Schmähgedichts in seiner Sendung Neo Magazin Royal eine Strafanzeige von Präsident Erdogan kassiert. Noch ist unklar, ob nun auch sein Fall gestoppt wird. Und noch ein Anliegen hat Erdogan. Der Westen solle sich nicht einmischen. Zudem beklagt er mangelnde Solidarität in seiner Rede. Länder, die sich mehr um das Schicksal der Putschisten als um die türkische Demokratie, das Leben unserer Bevölkerung und deren Zukunft sorgen, können keine Freunde sein. Währenddessen bereitet sich Köln auf die Großdemonstration von Erdogan-Anhängern am Sonntag vor. Ein Verbot ist noch nicht vom Tisch, da womöglich auch türkische Politiker sprechen. Bei Ausschreitungen hat die Polizei ein hartes Durchgreifen angekündigt.